Sowas nennt man Formel 1 Liga, das hier nennt man Hartz 4 Liga. Ist ganz klar. Der arme Werksfahrer, ne? Das ist schon alles. Ich geh jetzt wegen Betteln und Sammeln für dich. So, vom 6 Stunden Rennen zum Beispiel hier 50 Kilometer Rad gefahren. Jetzt haben wir uns erstmal warme fahren. 700 Höhenmeter und echt am Berg ist der alte Mann echt stark. Zumindest muss man jetzt sagen, der Lia, der weiß jetzt mal, wo Breitscheid ist, der tiefste Punkt. Und dann jetzt sind wir wieder hier oben mit der höchste Punkt. Jetzt weiß er auch, weil er um Rennrad ein paar Höhenmeter sind. Ich muss sagen, wir sind jetzt fit, oder? Morgen testen wir den ganzen Tag. Kriegen wir richtig mal Notchschleifen drüben drauf. Und wir haben ein geiles Auto. Wir haben ein mega geiles Auto. Das ist noch nicht in echt 10, ne? Ich schon. Also, schwupps, die Bups. Hier kommt unsere Porno geile Karre für 6 Stunden Rennen und fürs 24 Stunden Rennen. Und ich bin ein bisschen verliebt. Das davor, das Auto war schon mega cool. Aber das ist jetzt schon leicht geil. Leicht Porno. So wie unser Kollege Jan sagen würde. Der Jan ist Porno. Das ist der Porno-Jan. Das Iron Force Design finde ich ja ballert noch mehr. Das sieht schon verdammt gut aus. Das ist das erste Mal, dass ich den jetzt komplett beklebt sehe, mit Startnummer und so weiter. Das ist ja immer noch so ein bisschen was anderes. Wenn ihr dann so die komplette Fixbemalung hat, das ist schon geil. Das freut mich sehr. Wunderschönen guten Morgen vom Nürburgring. Heute Freitag, die allererste Ausfahrt mit unserer neuen Rakete. Ich freue mich drauf. Du, ich freue mich auch. Erst einmal jetzt wieder im neuen Design. Ne? Ich glaube, wir sind ganz schön auffällig jetzt hier am Nürburgring. Und gerade für die Fans wird es ein Eyecatcher sein. Auto geil, Vorjahressieger auf dem Auto. Das nur noch. So, nur noch Simon und ich abspeeden. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Heute den ganzen Tag Test, so viel sind wir noch nie auf der Nordschleife gefahren. Und dann morgen 6 Stunden Generalprobe. Ich freue mir ein Loch im Bauch. Also, viel Spaß. Leider geil, es geht gleich los. Der Simon, frisch aus Zandvoort eingeflogen, 2 Tage testen in Holland. Was sagst du zu unserem neuen Auto? Noch mal ohne Klängen, ey. Ja, dann schaust dir mal an. Ich will mir schön einen Sitz vom Hensloten aus rein, ja. Das ist mir aufgefallen, ich dachte, ich habe da ganz viel Platz, aber so viel Platz habe ich da gar nicht. Anscheinend bin ich auch ganz schön fett geworden. Das ist unser Plan, wann jeder seine Klozeiten hat beim Rennen. Damit wir wissen, wann wir aufs Klo können. Na, Spaß, das ist dann, wer wann fährt und mit was für einem Reifen und so, damit das alles getaktet ist. Das waren die ersten 2 Runden, das ist total geil, weil nicht viel Verkehr ist heute. Ich muss sagen, es ist mega geil. Also die Nordschleife, ich habe ein Dauergrinsen immer noch im Gesicht, ja. Ich freue mich drauf, jetzt krieg ich gleich noch ein paar neue, oder Runden mit neuen Reifen. Schauen wir mal, wo wir stehen. Also ich bin echt beeindruckt. Das war das erste Mal hier mit neuen Reifen. Ich habe mir heute dieses Wochenende eine Zielzeit gesetzt. Hier habe ich jetzt schon unterboten. Es geht aufwärts. Ich bin hier angekommen auf der Nordschleife. Ich warte noch auf Abflugzeit. Ich denke 15, 20 Minuten sowas. Dann geht los. Die Zeit hätte ich ihm gerade zugetraut, wie er gefahren ist. Jetzt hat er ordentlich vorgelegt, jetzt muss ich dann gleich nachlegen. Ich sag's euch. Der Typ, ne, ist unglaublich. Unfreundlichkeit in Person. Man muss ja auch mal sagen, wenn das halbwegs gut macht, Alter. Echt gut? Respekt. Ich
freue mich jetzt echt aufs 24er. Wir haben eine gute Fahrer-Line-Up. So, also erster Tag im Iron Force R8 war mega. Der Tag heute und das Rennen morgen hilft natürlich als Vorbereitung fürs 24-Stunden-Rennen. Ich bin gespannt, wie sich das alles so fügen wird. Ja, ich denke schon, dass wir mit der Fahrerpaarung ganz gute Chancen haben. Und wie gesagt, fürs 24-Stunden-Rennen bin ich motiviert und guter Dinge. Geht's los ins Qualifying. Der Pierre soll mal richtig angasen, durch zwei neue Sitze Reifen mindestens. Und dann schauen wir mal, wo wir stehen. Gestern Abend hat es noch geregnet. Und da die Nordschleife 25 Kilometer knapp lang ist, wissen wir halt jetzt nicht, das ist jetzt ein wenig ein Gamble, wo nasse Stellen sind und wo nicht. Der Pierre ist konzentriert und gut drauf. Ja, ich bin gerade ein bisschen unruhig. Nicht, weil ich aufgeregt bin, sondern weil ich jetzt noch was am Auto machen. Wir können jetzt auch leider nicht pünktlich rausfahren ins Qualifying, weil ein Transponder kaputt ist. Wir haben sie uns einen neuen gebracht, das ist aber eine neue Version, andere Stecker, das muss jetzt erst umgebaut werden. Das verlieren wir leider ein paar Minuten. Aber die Jungs geben alles und wir werden schon noch ein paar Runden fahren können. Qualifying heute am Samstagmorgen war jetzt nicht so toll. Wir haben ein bisschen Pech gehabt. Pierre hat auf seiner schnellsten Runde entweder Verkehr oder Gelb gehabt. Jetzt war eben gerade wieder doppelt Gelb. Auto ist sehr gut. Ich bin zuversichtlich. Haben wir in Startposition 19. Ist nicht ganz das, was wir uns erhofft haben. Aber wir bleiben positiv und wird schon gelingen. Für das Ende des Qualifyings ist immer so, man braucht ein bisschen Glück, die richtige Runde zu erwischen. In meiner letzten Runde, als ich über Start und Ziel gekommen bin, habe ich ein kleines Tete-a-Tete mit einem Kollegen gehabt, war aber nicht so schlimm. Ich gucke jetzt sehr positiv aufs Rennen. Ich werde mich gleich für den Start schon vorbereiten und dann werden wir das 6-Stunden-Rennen sozusagen unter die Räder nehmen. Der ist jetzt echt gut gefahren, im Qualifying mega. Fährt Pierre in den Start und ich darf dann als zweites ins Lenkrad greifen. Gleich meine heilige Sitzschale wieder auspacken. Ja? Die darf der Simon dann auch wieder benutzen. Das ist seine neue Freundin, die Sitzschale. Geiles Ding, geiles Ding. Ja, richtig spannendes Rennen. Geht richtig ab. Nein, Pater Reicher kann sich kaum noch auf dem Sessel halten. Ja? Guck mal hier, bricht gleich zusammen. Ja, so ist halt heute Motorsport. Ne? Kaum denkst du ein bisschen nach. Jetzt gerade eben einen Stint von 7 Runden und wir werden jetzt gleich von der Strategie her 8, 8, 8 und dann der letzte wird dann so viel sein, 4 oder 5 Runden, das muss man dann sehen. Alles in allem. Guten Servus. Das muss man dann sehen, da rechnen dann gleich auch die Ingenieure noch, wie es dann weitergeht. Aber die maximale Rundenanzahl wird 8 Runden sein. Und bleibt man zur 9. Runde draußen, ist immer gut, noch einen 10er in der Tasche zu haben. Bis Breitscheid kommt man, da ist eine Aral-Tankstelle, da kann man dann wieder Sprit nachtanken. Ich war gerade gucken, KCMG hat Reifenschaden vorne links, auch fies. Ein Werksauto, auch Reifenschaden, hier ist was los, auch vorne rechts, ah scheiße. Wir haben einen Reifenschuss. Hä? Wir haben einen Reifenschuss. Setz dich da wieder hin, ruhig. Nein, Bergpunkt. Alle nervös hier. So, also, ja, Pierre ist einen schönen Startstint gefahren.
Dann ist Elia ins Auto gegangen. Mein Stint war, glaube ich, ganz okay. Keine Probleme gehabt. Größere, zwei kleine Kontakte habe ich gehabt, aber das gehört halt eben dazu. Elia ist jetzt wieder im Auto. Danach geht Simon rein. Ich bin gespannt. Ich habe das Auto auf 17 übergeben. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Wieder du mit deiner Kamera hier. Geht auf deinen Nacken, mein Freund. Und zusammenpacken musst du dann auch. Ja, ich würde sagen, wir können schon stolz sein auf unseren Einsatz jetzt hier beim 6-Stunden-Rennen. Ich finde, wir haben alle eine super Leistung gemacht. Wenn es so weiter beim 24-Stunden-Rennen läuft, dann glaube ich, sind wir in der OM ganz gut aufgestellt. Ja. Der Youngster schwitzt noch ein bisschen. Ja, das ist das Ding. Ihr habt den ja schon 100 Mal gesagt, repariert den scheiß Klima raus. Aber es war der einfach nicht. Weißt du, was das kostet? Ist nichts, Klimaanlage. Ja. Nee, also ich denke, wir sind ein solides Rennen gefahren, kein Blödsinn gemacht, zwei, drei kleine Berührungen, wenn wir uns so beim 24-Stunden-Rennen anstellen, dann sieht das am Ende des Tages, glaube ich, ganz gut aus. Ja. In der Ruhe liegt die Kraft, ne? So sieht es aus. In diesem Sinne. Jo, bis demnächst. Ciao. 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 Ciao.